Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Minecraft Jump League. Wir spielen mal wieder ein kleines Rundchen Jump League. Und ja, hier ist eine in der Runde. Die hatte ich gerade schon in der Runde ohne Aufnahme. Und wir hatten beide noch ein Herz und wir haben uns gegenseitig einfach gekillt. Und dann sind wir halt beide ausgeschieden und sind jetzt hier wieder. Und zwar ist es die Lili 57. Okay, zack, zack. So. Komm, den Sprung nicht verkacken. Den habe ich nämlich gerade in der Runde ohne Aufnahme verkackt. Okay, nice. Wir sind gut dabei. Wir sind Erster. Und zack. Kiste holen wir uns. Okay, ein bisschen hinter. So, perfekt. Wie machen wir es jetzt hier? Komm, wir sprinten einfach durch. Wie Usain Bolt. Perfekt. So, Modul 3. Innerhalb von 50 Sekunden haben wir zwei Module geschafft. Das ist stark, aber es waren halt nur easy Parts. Denn alles andere wäre auch zu krass. Ich glaube, hier kann man so ein bisschen abkürzen dann. Also das heißt abkürzen, ist einfach nur sich einen Sprung leichter machen. Und zwar, wenn man hier drauf geht, dann ist es echt relativ einfach, den Sprung zu machen. Anders ist der Sprung zwar auch leicht, aber so ist er halt noch ein ganzes Stückchen leichter. Okay, ab jetzt einfach durchsprinten. Ah nein, okay. Man muss natürlich Leertaste schon drücken. Komm. Jetzt mal stehen bleiben. Zack. Was haben wir hier? Nichts Besonderes. Okay, was mache ich denn mit der Maus? Kaum bin ich aus der Kiste raus, schaue ich in irgendeine falsche Richtung. Einfach in den Himmel. Zack und perfekt. Da haben wir die Easy Parts abgeschlossen. Sind Erster. Ich wollte gerade sagen mit Abstand, aber. Nee. So viel Abstand haben wir nicht. Ah, die hätte ich eigentlich von da hinten öffnen können. Aber egal. Okay. Den Sprung haben wir auch noch geschafft. Zack. Ah nein! Wie habe ich den nicht geschafft? Jetzt sind wir nicht mehr Erster. Aber wir sind halt beim gleichen Part. So, zack, zack, zack. Okay, jetzt sind wir wieder Erster. Vielleicht, weil wir schnell waren oder weil er einfach am gleichen Part wie wir gefailt ist. Oder gefailt hat. Und perfekt. Wir rushen hier durch das siebte Modul. Durch das sechste Modul, sorry. Aber wir sind dann doch runtergefallen. Oh nein. Wenn man einmal runterfällt, dann... Ja, genau. Wenn ich mal so ein Modul habe, wo ich ein paar Mal runterfall, dann mache ich auch so dumme Fehler einfach und bleib hier ein bisschen länger hängen. Okay, immerhin bin ich bei der Kiste. Okay, das war jetzt nicht unbedingt klug. Perfekt. Oh Gott. Okay, nice. Der Sprung war aber nicht einfach. Der schon und der auch. Okay, der Part. Naja, ist jetzt nicht so einer meiner Lieblingsparts, muss ich schon sagen. Okay, mal schauen. Ich mag den einfach nicht. Der Sprung hier. Ah ne, der geht zu, aber der da. Ja, alles klar. Okay, was mache ich? Ich ziehe mir da mal meine Sachen an. Okay, das kommt... dahin. So, zack, es kommt hoch. Dann gehe ich auch noch mal zu den was wollte ich jetzt machen? Zur Steuerung. Schnell Zugriff 1, nein. Wo ist F5? F5 will ich auf R tun. Was habe ich denn auf R? Auf R habe ich den Zoom. Ich gehe mal schnell auf Steuerung. Okay. Und weiter geht's. Denn ich war bei Freunden und die hatten das. Die hatten F5 auf R und ich bin damit echt richtig gut klargekommen. Deswegen habe ich es mir jetzt da hingelegt. Also viele Grüße an die Zocker. Bei denen habe ich das nämlich gesehen. Okay, zack, oh, ich falle einfach runter. Aber wir haben schon gutes Equip, also. Eigentlich egal,
wie es jetzt hier mit Jump'n'Run Part läuft. Denn ich habe von Anfang an gesagt, es ist keiner meiner Lieblingsparts. Ich weiß nicht, wie es nach diesem Sprung weitergeht. Okay, ich darf jetzt nicht runterfallen. Wenn ich jetzt runterfalle, muss ich den Sprung nochmal machen. Aber ich kenne den Part echt gar nicht. Ich kannte nur den einen Sprung. Der hat mir gereicht. Deswegen habe ich auch umgelegt, weil ich nicht dachte, dass ich den Part schaffe. Den Sprung. Komm. Zack. Zack. Oh, ich dachte schon. Von wo soll ich jetzt hier springen? Von da, oder? Jawohl, perfekt. Okay. Da sind wir beim ersten Hard-Modul. Und haben noch 2,5 Minuten Zeit. Okay, hier gibt es echt nur einen schweren Sprung bei dem Part davor. Aber der war halt, hatte schon in sich. Der hat uns zu Sachen gebracht, die wir noch nie gemacht haben. Und zwar in der Runde Sachen umgestellt. Zack, okay, ich sprinte einfach nicht. Also ich habe eigentlich gesprintet, aber irgendwie. Okay, was war Modul 6? Das ist eins davor. Ach so, das war das. Alles klar, da haben wir auch ein oder zweimal gefailt. Okay, ich muss hier ruhig bleiben. Hier hoch. Komm. Der Sprung ist nicht schwer. Da springt man meistens sogar eigentlich zu weit. Oh nein, ich wusste es. Ah, ich bin viel zu früh abgesprungen. Jetzt nicht viel zu früh, aber schon. Doch, schon viel zu früh. Zack. So. Okay. Oder wir springen einfach einmal fast zu weit und dann wieder zu kurz und dann wieder zu weit. Können wir es natürlich auch machen. So, zack, 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 alles klar. Komm und jetzt. Genau, es war so klar. Jetzt schaffen wir es wieder. Okay. Hier gibt es auch noch diesen einen. Der geht, glaube ich, noch. Schweren Sprung. Der hier, den haben wir geschafft. Und wir graden unsere Rüstung ab. Nee, doch nicht. Ich dachte es. Ach komm. Da stoßt man sich nochmal den Kopf an. Umgezogen sind wir. Da habe ich vorhin 2 Herzen verloren, weil ich dann einfach alles ausgezogen habe, was ich anhatte. Und dann, ja, gekillt wurde. 2 Mal. Und das letzte Leben habe ich dann gegen Lilly verloren. Mal schauen, ob wir in dieser Runde wieder gegeneinander kämpfen werden. Nein, was mache ich denn? Okay, ich muss da nochmal hinrushen. Ich hätte die Kiste ja schon öffnen können. Perfekt. Wenn da jetzt nochmal ein Eisenbrustpanzer oder irgendwas drin ist, kann ich da von da unten rangreifen? Ja. Okay, und da waren auch noch Schuhe drin. Gut, dass ich da noch rangekommen bin. Und los geht's. Teaming ist verboten. Ja, ich hoffe, die Leute halten sich daran. Okay, da ist Lilly. Okay, das war ein bisschen Low Ground, der erste Hit. Und jetzt eine kleine Combo und sie ist tot. Wieso rusht der straight zu uns durch, wenn er angegriffen wird? Ah, okay. Haben wir uns gegenseitig gekillt? Nee, haben wir nicht. Ich dachte, ich hätte ihn auch noch mitgenommen. Team Indy? Wir sind aneinander vorbeigelaufen. Okay. 2 Herzen haben wir noch. Wenig sind es ja nicht. Und hier mit R, F5 ist auf jeden Fall echt nice. Wo ist der andere? Ach so, er hat den gekillt. War aber schnell down. Okay, dann gehen wir darüber. Aber ich liebe es einfach mit R. Das ist echt genial. Komm, Lilly. Sie ist tot. Er ist tot. Ich nehme mal den Brustpanzer mit. Okay. Ist hier jemand? Ich habe ich doch gesehen. Nein, das ist mein Kill. Ah. Okay, nice. Oh, als ob. Ja, okay. Das war jetzt vielleicht ein bisschen lächerlich. Aber egal. Der sollte down gehen.
Alles klar. Denn eigentlich gehört Abstauben einfach auch so manchmal schon dazu, kann man jetzt so sagen. Denn manchmal trifft man die halt einfach, während sie gerade gekämpft haben. Aber wieso sollte man da nicht drauf gehen? Das macht man halt einfach. Ja, okay, gönn dir die Regeneration, die du dir nicht verdient hast. Weil ich ihn so schön zu dir gecombot habe. Jetzt gönnt er sich noch den Stuff. Okay, da ist er. Wir haben bessere Sachen als er. Und die Runde gefällt mir bis jetzt ganz gut. Komm, lass mich noch voll regenerieren wenigstens. Dafür, dass du jetzt deine Sachen bekommen hast. Oder spring her und ich booste dich runter. Das können wir auch machen. Dann bist du ein bisschen low. Komm, ich bin gleich low. Okay, ey, was heißt low? Ich bin gleich full. Aber jetzt lässt er uns hier nicht raus, deswegen müssen wir anders raus. Und jetzt zu ihm. Okay, was mache ich? Ich öffne eine Tür, die man zwar öffnen kann, aber dahinter nichts ist. Achso, er will kommen. Ja, dann soll er halt kommen. Komm her. Okay, wir haben die ersten zwei jetzt gegeben. Und wir haben gewonnen. Nice, 9 Kills, 20 Jump Fails. War auf jeden Fall eine nice Runde. Wenn euch die Runde gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.